zweiten Folge Spooky Scales. Ich bin Stefanie Bieber, Harfenlehrerin und Harfenspielerin aus Frankfurt am Main, und ich zeige dir in dieser kleinen Videoserie Spooky Scales einige Tonleitern, die etwas abweichen von den gewöhnlichen Dur- und Molltonleitern und dadurch also ein bisschen ungewöhnlich und vielleicht auch leicht spukig klingen. Und die Tonleiter, die wir heute spielen, ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Es ist nämlich eigentlich eine A-Moll-melodische Tonleiter. Und ich sag dir mal als erstes, welche Klappen du einstellen musst. Nämlich C, D, E, dann F erhöhen zu Fis, G erhöhen zu Gis, A, H. Das steht hier als englischer Buchstabe B, aber gemeint ist das deutsche H. Und dann wieder C. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel Akkorde spielst, in Grundstellung, auf startend bei A. Der klingt normal. Dann der klingt auch normal. Der klingt nicht normal. Ein übermäßiger Akkord auf C. Dann auf D kommt ein Dur-Dreiklang, der klingt auch wieder relativ normal. Auf E kommt ein E-Dur-Dreiklang. Auf Fis kommt ein verminderter Dreiklang. Auf G ebenfalls. Und dann sind wir wieder bei Moll. Also wir haben da drei Dreiklänge drin, die ein bisschen strange klingen. Nämlich der C übermäßig, F vermindert und Gis vermindert. Und jetzt kannst du zum Beispiel erstmal, sagen wir mal, Whirlpool spielen. Beispiel mein Herbstwalzer, in diesem Fall sozusagen in A-Moll, aber klingt dann so. Ich würde dann so tun, als wärst du in C-Dur oder A-Moll, aber es klingt dann halt anders als gewohnt. Oder du kannst improvisieren, indem du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich spiele irgendwelche Melodie oder Tonleitern, ja, und spiele dazu in der unteren Hand Akkorde. Spaß mit deiner zweiten Spooky Scale, und wir sehen uns wieder für Teil 3 in Kürze hier auf diesem Kanal. Damit du keine Folge verpasst, abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, und ich verlinke dir auch unten in der Videobeschreibung noch meine Homepage, wo du noch andere Kurse, Videokurse findest, teilweise gratis, teilweise auch kostenpflichtig. Schau doch mal, ob da was für dich dabei ist. Bis dann, viel Spaß mit den Spooky Scales. Ich verabschiede mich mit noch ein bisschen Schauermusik. Thank you.